Ja, guten Morgen, liebe Freunde. Donnerstag, 2. April, 7 Uhr, ihr habt es gesehen. Gut, minus 1 Grad, nicht mehr so schlimm, aber immer noch minus. Ich hoffe, es wird die letzte Minusnacht sein. Ich habe genug davon. Wieder mal füllen. Der war auf Reserve. Ich denke, da gehen 240 Liter rein. Schauen wir mal. Den Preis bekommen wir als Genossenschaftsmitglieder Ende Jahr noch eine Rückvergütung, aber ich weiß nicht wie viel. Ja. Gelegen. Den Düngerstreuer und Streue für Zuckerrüben. 240. Harnstoff und für Kartoffeln am Mondwaldbeter. Und dann Samstag wird dann Zuckerrüben gesät. Und morgen werde ich das Feld bereit machen mit der Kreisalecke. Und Kartoffelpflanzen nächste Woche mal, je nachdem, weiß ich noch nicht genau wann. Ja, ich hatte ja da beim 714er gestern das Problem mit Fahrgeschwindigkeitswechsel. Also hat nicht mehr die Fahrgeschwindigkeit gewechselt und so konnte ich auch nicht mehr fahren. Und ich wurde angefragt und die Meinung war von, schaue mal, ja, der Viktor Bautz hat da gesagt, er wäre der Meinung gewesen, dass man den nicht schalten kann. Ja, den kann man schalten und er hat zwei Fahrstufen. Die erste ist gedacht im Acker und die zweite auf der Straße. Aber du kannst auch in der zweiten Stufe im Acker 2 Stundenkilometer fahren oder 3. Aber es belastet den Triebsatz mehr. Zum Schonung des Triebsatzes fährst du besser in der ersten Stufe im Acker und in der zweiten Stufe auf der Straße, lieber Viktor. Hier eins zwischen 1 und 2 und auf dem Display zeige ich euch das. Dieser kleine Punkt hier bedeutet jetzt erste Fahrstufe und jetzt drücke ich und er wechselt in die zweite Fahrstufe. Der Punkt und oben ist der Bereich. Man sieht, dass die zwei Fahrstufen dargestellt. Weiter kann man noch mit diesem Hebel das Pedal, die Empfindlichkeit des Fahrpedals hier unten einstellen. Wenn ich auch in der zweiten Stufe langsam fahren will, stelle ich da ein bisschen zurück und das Fahrpedal reagiert weniger schnell. Also es ist für feineres Fahren gedacht. Und Fahrstufe ganz nach vorn und gibt dann volle Geschwindigkeit. Und auf dem Display hier wird angezeigt, jetzt Vmax 44, jetzt fahre ich mit dem Hebel zurück auf die Mitte. So. Und jetzt, wenn ich da mit dem Fahrpedal ganz runter drücke, läuft er maximal 20. Und jetzt wieder rauf, ich will ja nach Hause fahren, auf 40. So funktioniert das. Und so kann man den auch ganz fein fahren. In der ersten Fahrstufe und dann noch mit Fahrpedal nicht auf voller Geschwindigkeit. Ich denke, in der ersten Fahrstufe macht er, glaube ich, 20 Stundenkilometer. Ich bin gerade nicht mehr sicher, aber ich glaube ja. Okay, ab nach Hause. Ich weiß nicht, ja, ich bin ja am Düngerstreuen jetzt für Zuckerrüben. Ich streue 200 Kilogramm Harnstoff die Hektare. Das gibt da etwas mehr als 60 Einheiten und da war ja Kompost gestreut, der bringt auch um 30 Einheiten, da komme ich auf 100 Einheiten Stickstoff für die Zuckerrübe. Ja, hier streue ich für Speisekartoffeln am Mondsalbeter 23% mit Bor. Hier wird die Sorte Erika gepflanzt, eine festkochende Sorte. So, Feierabend, den Rest streue ich morgen früh.
und dann sofort morgen Kreiselecke anhängen und bereit machen, um Zuckerrübensaatfeld vorbereiten. Ich wünsche euch einen schönen Tag und man sieht sich. Tschüss zusammen. Ciao, ciao.